ist der Alex und der Stefan vom Monatsmob. Wir machen regelmäßig Sport im Monat April, wie du sehen kannst. Und wir geben dir in diesem Video Inspiration, wie auch du es schaffen kannst. Jawohl. Alle 30 Tage verändern wir unsere Gewohnheiten. Erstmal keine Angst, du musst nicht jeden Tag Sport machen. Genau, es reicht auch schon, wenn du dich bewegst. Und manche Leute können ja auch keinen Sport machen, aus welchen Gründen auch immer, dann halt einfach bewegen. Genau, zum Bewegen und zum Rausgehen, ins Freie gehen, haben wir ja auch noch schon einen anderen Monat. Da kann man sich auch Inspiration holen, wenn es darum geht. Warum machen wir Sport? Warum machst du Sport? Warum hältst du das für sinnvoll? Ich halte es für sinnvoll, weil ich gesund bleiben möchte. Ein schönes Zitat: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Das ist so ein Grundsatz von mir und ich sitze halt doch recht viel vom Rechner und merke, dass es meine Haltung nicht gut tut. Ja. Und ich will fit und gesund sein. Ich fühle mich so ein bisschen am absteigenden Ast die letzten Jahre, ehrlich gesagt. Und das möchte ich wieder ändern. Und ich mache ja auch schon Sport, aber durch den Monatsmob jetzt hier im April werde ich noch regelmäßiger Sport machen. Das ist mein großes Ziel. Ja. Warum machst du es? Also das mit dem Sitzen ist auch ein ganz großer Grund von mir. Ich sitze so viel vorm Rechner, ich werde teilweise schon ganz hibbelig, nehme mir dann aber trotzdem nicht die Zeit, wirklich richtig Sport zu machen, sondern gehe dann nur raus, ein bisschen spazieren oder so. Und ich will auch einfach nicht irgendwann verkalken, einfach im Alter, das stimmt. Und ich habe ja schon ein paar Mal regelmäßig Sport gemacht, habe es dann wieder irgendwie die Gewohnheit wieder abgelegt. Ich habe auch schon über mehrere Wochen, 2 Monate oder so, war ich schon schwimmen. Und das hat damals einfach so gut getan. Ich finde, man hat ein ganz anderes Körpergefühl. Und ich fühle mich dann auch nicht nur körperlich fitter, sondern auch geistig fitter. Also das ist auch ein ganz großer Punkt für mich. Und jeder, der schon mal regelmäßig Sport gemacht hat, würde es wahrscheinlich auch kennen. Irgendwie entwickelt man auch ein bisschen eine Sucht. Man kann dann auch gar nicht mehr so richtig ohne. Ja. Und in den Zustand möchte ich wieder zurück, weil es hat sich echt saugut angefühlt. Wenn die Glückshormone ausgeschüttet werden, was so nach 20, 30 Minuten der Fall ist, dann fühlt man sich richtig gut. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, warum braucht man warum? Weil du Hindernisse hast. Die gibt es immer wieder. Ich mache es später, ich mache es morgen. Das Wetter ist scheiße, ist zu kalt. Der andere hat keine Lust mitzumachen, was auch immer. Deswegen überleg dir genau, warum willst du es machen. Und was da auch helfen kann, ist, dass du dir überlegst, welche negativen Auswirkungen hätte das, wenn du jetzt weiterhin keinen oder kaum Sport machst. Also überleg dir, und das ist bei mir auch ein Beispiel gewesen. Gestern zum Beispiel war ich am Rechner, habe gearbeitet. Und meine Kette ist dann, wenn ich weiterhin nur arbeite und keinen Sport mache, dann kann ich irgendwann nicht mehr arbeiten, weil mein Körper kaputt geht. Genau. Und das ist zwar extrem weit gedacht, aber es wird so kommen. Und das hat mich dann rausgebracht und zum Joggen gehen motiviert gestern. Ja, da darfst du auch gerne richtig mal in dich reinfühlen. Also ich kenne das, wenn ich am Schreibtisch sitze und mir dann schon meinen Rücken so ein bisschen wehtut, dann denke ich mir, oh scheiße, wie soll sich das erst in 10 Jahren anfühlen? Ja, man ist Anfang 30, also. Ja, genau. Und das fühlt sich dann halt echt nicht gut an. Das ist für mich eigentlich schon Motivation genug. Aber natürlich, man darf auch die positive Folgenkette, man darf sich auch darüber im Klaren sein. Kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt richtig regelmäßig immer Sport mache, wie gut sich das einfach anfühlt, welches Körpergefühl man da entwickelt. Wie man früh schon anders aus dem Bett geht wahrscheinlich. Nicht so schlaff, sondern so tschakka. Was willst du zu machen alles in dem Monat? Also sind jetzt beim Thema Möglichkeiten, was kann man sportmäßig machen? Genau, also ich werde mich vorwiegend aufs Joggen und Fahrradfahren konzentrieren. Je nachdem, vielleicht noch schwimmen. Ich schwimme zwar sau gerne, aber da es noch nicht so die Freibadsaison ist. Ich werde joggen viel, ich werde Yoga machen, ich werde Speedminton anfangen. Speedbadminton? Genau. Heißt das Speedminton? Speedminton. Ah, okay, cool. Und Schach spielen. Ja, ich meine, das Gehirn ist ein Riesenorgan, verbraucht glaube ich am meisten Energie. Das heißt, wenn du dein Gehirn anstrengst und das tust du beim Schachspielen, dann verbrennst du auch viel. Aber ich glaube, es führt nicht dazu, dass dein Rücken zum Beispiel gestärkt wird. Und nein, wenn du so Schach spielst, sicher nicht. Ja, das tue ich auf meinem Smartphone. Ja, aber da wären wir auch gleich beim Thema. Lass es langsam angehen, wenn du noch keinen Sport gewohnt bist. Ja. Nicht gleich von 0 auf 100, gleich ganze Woche, jeden Tag, Stunde joggen oder so. Am besten Pausen einbauen und vielleicht noch jeden zweiten Tag Sport machen.
oder zwei Pausen die Woche einbauen. Einfach so einen Tag, wo du nur Dehnübungen machst oder Yoga. Yoga ist gut, ja. Dehnübungen sind auch gerade gut, weil wenn du nur einseitigen Sport machst, wie Laufen oder nur Fahrradfahren, dann können sich bestimmte Muskelgruppen auch einfach verkürzen durch die Haltung bei dem jeweiligen Sport. Ja. Joggen ist auch bekannt dafür, dass es nicht sehr kniefreundlich ist, sondern lieber Fahrradfahren. Oder Schwimmen. Also zum Thema Joggen, wenn ich das gerade noch im Kopf habe, schau, dass du auf weichen Untergründen läufst, wenn es geht. Also nicht auf Beton oder Asphalt, sondern auf irgendwelchen Wegen. Also Trimmlichtfahrt, nicht Trimmlichtfahrt, normaler... Ja, Waldweg, wenn man so eine Möglichkeit hat oder irgendwie sowas. Und, ja. Genau. Und schau, dass du nicht zu schnell läufst. Das machen viele den Fehler, dass die loshetzen, obwohl sie seit 2 Jahren nicht mehr gelaufen sind. Fang ganz langsam an. Völlig in Ordnung, wenn du länger brauchst, als du denkst. Hauptsache, du tust was und steigerst dich. Und egal, was die anderen Leute denken, wenn du langsam läufst, egal. Genau, und wenn du am ersten Tag nur 2 Minuten läufst, dann ist halt so. Also das Ziel des Monats ist ja auch, nach dem Monat immer das weiterzuführen, regelmäßig Sport zu machen. Und regelmäßig muss jetzt nicht heißen jeden Tag. Es kann auch einfach jeden zweiten Tag heißen zum Beispiel. Das ist eigentlich schon genug, damit du dir eine gewisse Fitness und Gesundheit antrainierst. Was machen wir, was empfehlen wir in Sachen wann? Wann regelmäßig auf jeden Fall. Wann genau am Tag, das muss jeder in seinen eigenen Tagesrhythmus wohl einbauen. Ob das jetzt nach Aufstehen ist. Ich finde nach Aufstehen ganz nett und schön. Kann ich mich auch viel leichter leichter aufraffen als abends. Das ist halt der Vorteil, wenn du einen festen Zeitpunkt hast, dann ist es leichter, den durchzuziehen, wenn du es irgendwann nach der Arbeit machst, dann arbeitest du zu lang und dann machst du es vermutlich nicht mehr, deswegen. Genau, gerade dieses irgendwann ist ein bisschen schwer, wenn du dir denkst, ja, mach ich später und dann gehst du plötzlich ins Bett und hast es so lange vor dir hergeschoben, dass du es gar nicht gemacht hast. Deswegen am besten am Morgen, wenn du aufstehst oder am Abend vorher, dir schon eine feste Zeit setzen, wenn du keine komplett regelmäßige über den ganzen Monat hast. Ja. Und noch ein Wort zum Thema Zeit. Allgemein, ich habe auch oft die Ausrede, ja, ich habe keine Zeit zum Sport, aber ich nehme sie mir einfach nicht. Ich mache so viele Sachen eigentlich, die nur so auf kurze Frist mich weiterbringen, wo ich mir halt immer denke, nein, aber das ist ja jetzt viel wichtiger, weil es halt so Ziele sind, die in der nahen Zukunft liegen. Und eigentlich ist es aber viel wichtiger, meinen Körper gesund zu halten. Ja, und da hilft dir das Warum, wenn du das weißt. Genau, es hilft dir. Und ich glaube, es gibt genug Menschen, die denken, dass sie keine Zeit hätten, aber sie müssten nur mal für eine halbe Stunde den Fernseher ausschalten und hätten schon Zeit. Da kann man sich auch mal das Stop-Doing-Thema anschauen aus dem Januar, wo man rausbekommt, was man nicht mehr tun will, um dann mehr Zeit zu haben für Sport zum Beispiel. Genau, für die wichtigen Dinge. Ja. Wie lange willst du Sport machen pro Tag? Also mindestens eine halbe Stunde. Joggen eine halbe Stunde, Fahrradfahren Stunde dann, weil es ja weniger belastend ist. Und Yoga, wenn du mal Entspannungstage machst, was machst du dann? Also wie lange machst du dann? Gute Frage, sehr gute Frage. Da würde ich jetzt eher auf eine Viertelstunde tippen. 10 Minuten, Viertelstunde oder so. Das ist auch das, was ich dann im Kopf habe. Genau. Ja. Ansonsten mein konkretes Ziel ist jetzt, also ich mache jetzt schon 17 Klimmzüge, da wollte ich sagen, nee, 7 Klimmzüge. 17 Liegestützen am Tag, das mache ich seit 4-5 Monaten mit den Liegestützen, echt jeden Morgen, das ist so eine Gewohnheit schon geworden, das ist voll schön. Das ist sehr gut. Das werde ich weiterhin machen, das ist so eine kleine Morgensport, wenn man so will, ich meine, das braucht eine halbe Minute. Alles behalte ich bei, dann mache ich meine Klimmzüge weiterhin und werde 2-mal die Woche joggen, 2-mal die Woche Yoga, 1-mal Speedminton und 2-mal noch was anderes mir überlegen. Genau, das wollte ich nochmal loswerden. Schon ein sehr ambitioniertes Programm. Ja. Sonst, was man noch machen kann, um das Ganze zu messen, es gibt ja diese Running-Apps, wo man dann sich verfolgen kann. Ich bin da selbst kein großer Freund davon, weil ich ohne Handy jogge, ja, am liebsten. Aber kann man machen, wenn man drauf steht, um zu sehen, wie viele Kilometer man abgespult hat. Oder Schrittzähler kann man auch machen. Umsetzungspartner-Thema. Wir haben schon welche. Wir haben schon einen. Sucht euch einen in unseren Kommunikationskanälen, Facebook-Gruppe und Forum. Und also beim Sport finde ich es jetzt auch gerade super motivierend, wenn du jemanden hast, mit dem du den Sport machen kannst. Stimmt. Beim Joggen. Schlusswort.
macht regelmäßig Sport, findet euer Warum, holt euch einen Umsetzungspartner und macht dann regelmäßig Sport. Genau in der Reihenfolge. Bis dann. Jo, adios. Monatsmord.